Also natürlich kann man das Rad nicht neu erfinden. Das ist ja klar. Das bedeutet natürlich auch, dass der Spielstil des Spiels einem bekannt vorkommt von anderen Spielen. Ein Shooter wird auch immer eine Ähnlichkeit haben mit einem anderen Shooter, weil das Grundprinzip natürlich Ballern ist. Und für mich war halt wichtig, Chat, für mich war halt wichtig, das Handyspiel von mir wird rauskommen und im Hintergrund haben Leute das Spiel herausgebracht, Zeit investiert, Mitarbeiter bezahlt und die müssen natürlich auch Geld daran verdienen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Geld zu verdienen an diesem Spiel. Wir haben die Möglichkeit gewählt und haben gesagt, ey, wir wollen nicht die Zuschauer mit Werbung vollmüllen, denn das ist einer der Möglichkeiten, Geld mit einer App zu verdienen, dass die ganze Zeit, also ihr stirbt in dem Spiel, ihr habt ein Level geschafft, ihr startet das Spiel, es kommt immer Werbung, Werbung, Werbung. Klar, gibt es da auch gewisse Kniffel und Tricks, diese Werbung irgendwie zu umgehen, aber ich persönlich, ich kann ja nur von mir reden, ich persönlich finde das extrem nervig, wenn du in eine kostenfreie App gehst, die sich dadurch finanziert, dass ständig Werbung kommt. Aber so penetrante Werbung, wisst ihr, wie ich meine? So eine Werbung, wo du dann oben rechts auf das Kreuz draufklicken willst, um das zu schließen, aber obwohl du darauf klickst, öffnet sich dann der App Store und du sollst dir eine scheiß App runterladen oder sowas. Das ist einfach extremst nervig, Digga. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden und haben gesagt, das Handyspiel wird kostenpflichtig. Ich weiß wirklich nicht, was das final kostet. Ich müsste da nochmal nachfragen. Ich glaube, ein Fünfer. Was die Handyspiele halt kosten, so ein Fünfer. So, ihr gebt einmal 5 Euro aus und könnt dann für immer das Spiel kostenfrei zocken. Finde ich viel geiler. Und es könnte dann halt auch noch sein, dass ihr die Möglichkeit habt, in-game Sachen zu kaufen. Keine Ahnung, ein spezielles Monster-Outfit, eine spezielle Cap oder so. Aber dadurch, das ist nur kosmetisch. Das ist nichts, wodurch ihr in dem Spiel besser seid. Und das Spiel wird natürlich für Android und Apple, für beides rauskommen. Ist ja klar, Digga, ne? Ich finde das sehr, sehr geil. Also ich kann euch jetzt ein bisschen Gameplay zeigen. Das ist ohne Sound. Und bitte nicht vergessen, das ist ein Handyspiel. Wir reden hier nicht über ein PlayStation 5 Spiel. Das ist ein Handyspiel, was auf Jump and Run ausgelegt ist. Das sage ich so, wie es ist. Es ist 100% Monte. Die Sprüche, die die Spielefigur sagt, sind von mir original aufgenommen worden. Da sind irgendwelche Sprüche wie Piss dich, du Sohn, beiseite mit dir, Mashallah. Dann da Sprüche wie, wenn du AFK bist oder so, geht's doch weiter. Wenn du stirbst, oh mein Gott, bist du schlecht. Also das ist 100% halt Monte-Style, Digga. So sieht das Ganze dann aus. Das ist natürlich noch nicht die finale Version, ne? Das ist nicht die finale Version. Man muss dann Gegner töten, die einen angreifen. Alles mit Sound, mit meinen Sprüchen, lad nach, bla bla bla. Es gibt verschiedene Level. Bei dem Spiel baut sich eine Geschichte auf. Ja, das ist doch ganz wichtig auch zu sagen. Über dem Spiel baut sich eine Geschichte auf. Und die Geschichte ist halt, dass Kylo entführt worden ist. Und wir versuchen dann, Kylo zu retten. Man hat halt mehrere Endgegner und arbeitet sich halt von Level zu Level weiter, ne? Ich find's eine richtig geile Sache, Digga. Viele von euch spielen halt auch Handyspiele. Wirklich eine feine Sache, Digga. So, da ist halt ein bisschen rumgeballert und dann gehen wir mal in den Endkampf rein. So, und dann kommt halt der Boss-Level. Dann kommt da so ein Fettsack, Digga. Und den muss man dann halt besiegen, Digga. Ne? Und davon hast du halt ganz viele immer aufbauend und die einzige Mission, die wir haben, ist Kylo zu retten. Die Sprüche, die da kommen, sind von mir eingesprochen. Ja, also eine richtig, ich finde es richtig geil, Digga. Ich finde es richtig geil. Also hier könnt ihr jetzt sehen, da sieht man die verschiedenen Agenten. Das sind halt die Charaktere beispielsweise, die in dem Spiel dann zu sehen sind. Die wurden ja alle vorher dann entwickelt. Das sind so diese Animationen dann, die halt in dem Handyspiel dann am Start sein werden. Die wurden dann halt vorher alle abgestimmt. Das ist echt schon ganz geil zu sehen. Einfach vom Abstimmungsprozess. Das ist echt schon richtig nice. Das ist echt schon nice, Digga. Und hier kann man dann halt alles durchgucken. Da bin ich. Mit einer Waffe in der Hand. Tattoo in der Fresse. Kippe im Maul. Goldkette um Hals. Und da ist halt jemand, den wir nicht mögen. Und da, hier seht ihr dann halt, ne? Das ist jetzt Endboss besiegt. Die Animation.
Also da kann man das alles so sehen, ne? Ach, gar kein Spoiler. Wir haben verschiedene Level. Also ich fand es von der Entstehung schon sehr, sehr interessant. Hier haben wir zum Beispiel die RTL-Reporter, die dann auch drinnen vorkommen. Also das ist ein 100% Monte-Spiel. Zombie. Hier haben wir nochmal ein paar Zombies. Da bin ich auch echt gespannt drauf, wie ein Bettlaken, Digga. Hier, das ist hier... Der hat mein Geld geklaut. Bin da sehr, 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 sehr gespannt, wie das auch bei euch ankommt. Von all den Games, die dieses Jahr rausgekommen sind, ist das Game von dir das Beste. Das kann ich nicht beurteilen, Digga. Das kann ich nicht beurteilen, was das beste Game ist und was nicht. Mir war es wichtig, Digga. Ich und meine Geschäftspartner hatten schon lange die Idee, ein Handygame rauszubringen, weil es irgendwo ja auch logisch ist. Dass ich kein PlayStation 5 Spiel rausbringe, aktuell, ist ja wohl klar. Also am naheliegendsten ist es, ein Handyspiel rauszubringen. Mir war es aber wichtig, dass es kein Much ist, Digga, weißt du? Sondern wirklich, get on my level, high quality, geiles Spiel, Digga, mit 100% Monte-Faktor. Das war mir einfach wichtig. Und da die richtigen Leute an die Hand zu bekommen, die auch den Monte-Faktor fühlen, weil sie halt auch Monte mal irgendwie geschaut haben oder auch gerne Monte-Stream schauen, bla bla bla. Das war schwierig, da haben wir gute Leute an die Hand bekommen, die Entwicklung für uns übernommen haben. Wir haben alles abgestimmt und das finde ich geil, Digga. Warum hat dein Charakter so breite Arme? Naja, Bruder, 1:1 Maßstab, ne? Letztendlich geht es ja darum, dass ihr einfach, wenn ihr euch das Spiel kauft, dass ihr Spaß habt und dass ihr, ja, einen Monte-Faktor habt. Also das, und das wird das Spiel mit sich bringen, ne? Die Geschichte drumherum ist halt cool aufgebaut so. Kylo wird entführt, verschiedene Gegner sind am Start, das Finanzamt. Also das Spiel ist halt auch schon an meinem Werdegang auf YouTube angepasst. Das finde ich echt cool, Digga. Und ich freue mich drauf. Leider habe ich halt wie ein Fettsack einfach vergessen, die Sprachaufnahmen rauszuhauen. Es war auch... Ich habe mir dann... Am Ende habe ich mir hier sowas hier, guck mal. Hier so ein Mikrofon gekauft, was ich hier am iPhone reinstecke. Und dann saß ich hier und habe dann immer so... Lad nach! Beiseite mit dir, du Hurensohn! So, das war schon ein bisschen komisch, Digga. Ich guck mal ganz kurz, ob ich die Sprachaufnahmen hier habe. Ich kann den mal einmal abspielen. So, die ersten Aufnahmen von Nummer 1 bis Nummer 26. Einige werde ich doppelt sagen, manche auch nicht, so wie sie mir halt gerade gefallen. Ja, moin. Ja, moin. Da soll ich rülpsen? Scheiß Finanzamt. Dieses scheiß Finanzamt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das schon ein bisschen komisch ist, wenn man dann da so sitzt, irgendwelche Sprüche, und das ist sehr schwer, die Emotionen dann so rüberzubringen, ne? Also es war ein wichtiger Faktor fürs Handyspiel, denn die Jungs vom Entwicklungsstudio haben gesagt, ja, wir können das auch irgendwie auf Krampf aus Videos raussuchen, aber es wird halt niemals so geil sein, wie wenn du es selber sprichst, ne? Warum keine originalen Aufnahmen genommen? Weil in den meisten Fällen bei den originalen Aufnahmen Hintergrundgeräusche sind. Und ich glaube nicht, dass du Bock hast, ein Handygame zu spielen, wo ich ja morgen sage, im Hintergrund hörst du irgendwelche Fortnite-Geräusche oder Steady, der irgendwas sagt, Digga, weißt du? Wann kommt das raus? Ich kann es dir noch nicht sagen, Digga. Zeitnah, Digga. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei so. Ich werde mich auch stark dafür einsetzen, dass immer wieder regelmäßige Content-Updates kommen. Das wäre schon cool. Das soll kein Spiel sein, was ihr einmal durchgespielt habt und dann war's das. Da soll schon auch regelmäßig neue Updates kommen. Da hätte ich Bock drauf, Digga. Warum nicht? Man haut das Spiel raus. Klar, die Entwicklung dauert natürlich. Und vielleicht kommt 2 Monate später, 3 Monate später ein neues Level. Warum denn nicht, Digga? Das würde ich schon fühlen, Digga. Weil das ist nicht so ein einmal schnell Ding, ich will ein bisschen Cash verdienen. Da steckt Herzensblut drin. Ein Handygame, wo es um dich als Person geht, mit deiner Story. Das haust du nur einmal raus, Digga. Und wenn du das verkackst, dann wird keiner mehr ein zweites Mal irgendein Spiel verkaufen. Du hast eine Chance. Bin gespannt. Wie ein Bettlaken. Kuss.